Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Maya 85. Und zwar ist meine DM-Bestellung angekommen und ich habe auch ein bisschen was so geshoppt im Laden, im DM und im Rossmann und im Kick. Aber wir fangen am besten mit den kleinen Teilen an, die ich so gekauft habe. Das Paket wird jetzt auf Seite gestellt. Ich habe meine Kamera wieder am Laufen gekriegt, habe aber auch schon eine neue bestellt, auf die warte ich noch. Die stelle ich euch dann natürlich, sobald sie da ist, vor. So, dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich im DM-Markt bei uns das hier gefunden. Das sind Unicorn-Pinsel und die sind mega schön. Ich habe erst dreimal überlegt, soll ich sie mitnehmen, soll ich sie nicht mitnehmen, aber da waren nur noch drei Pakete von da. Ich denke, nimm mal mit. Die haben gekostet 9,95 €. Und es ist drin ein Puderpinsel, ein Konturenpinsel, eine Verblender, ein Pinsel zum Verblenden oder Highlighter oder halt auch für Lidschatten und ein weicher Fächerpinsel. Also da bin ich sehr gespannt, wie die sind. Dann habe ich im DM gekauft Zugbandmüllbeutel mit Duft, einmal in 30 Liter, einmal in 20 Liter. Bin ich sehr begeistert von. In den 20 Litern sind 25 Stück drin, in den 30 20 Stück. Und die haben gekostet 1,95 € jeweils. 1,45 €, wenn ich mich verbessere. Dann habe ich gekauft von Balea das Trockenshampoo Tropical Coconut. Wenn 10.000 Leute an der Kamera rumfummeln, funktioniert hier gar nichts mehr. Da bin ich sehr gespannt drauf, das kenne ich noch nicht. Ich habe mir das, da gibt es also zwei Sorten von, das ist neu bei DM. Und dieses kostet 1,95 €. Und ja, das andere stelle ich euch gleich vor. Dann habe ich mir, jetzt muss ich mal schauen, das ist neu von, ich glaube, Ebeli, nein, Essence, das gibt es bei DM und Rossmann, das ist eine Pinseltasche. Und, jetzt mal eben gucken. Die Tasche kostet 2,95 €. Und so, da bin ich echt gespannt. Gesundheit, mein Kind. Danke. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe mir nämlich auch Pinsel dazu gekauft. Einmal bei DM und einmal im Rossmann. Jetzt muss ich eben gucken. Stop Brush. Das ist für mich. Den habe ich mir gekauft. Ja, dann habe ich mir den Pinsel gekauft bei DM. Auch eine neue Serie von Essence. From Essence with Love heißt die. Fand ich sehr schön. Hier mit den Herzchen drauf. Dieser Pinsel ist ein Highlighter-Pinsel und kostet 2,75 €. Mal gucken, dass ich den anderen Pinsel finde. Der ist es nicht. Ich weiß, es war ein dicker Pinsel. Also ich habe halt mehrere Pinsel gekauft. Der ist es. Den habe ich dann, also das ist zu der Tasche, die Serie. Der heißt Hello Happening. Happiness.
hat ein Flamingo drauf. Finde ich sehr schön von den Farben. Da bin ich echt gespannt, wie der ist. Dieser hat gekostet 3,25 Euro. Dann habe ich mir vom Profissimo die Susi Sauber und den Willi Wisch gekauft. Es ist eine Limited Edition. Sind von jedem jeweils zwei drin, also insgesamt vier Stück. Und die kosten 1,95. Entschuldigung. Dann habe ich mir was von EOS gekauft, und zwar die Handcreme Vanille Orchidee. Die fand ich von der Verpackung halt sehr schön, und ich nehme diese EOS Handcreme gern für die Arbeit. Die habe ich nämlich gern in meiner Westentasche im Winter, und die kostet 3,95. Dann habe ich mir bei DM ein Präzisions-Make-up-Ei gekauft in Lila. Das ist sehr gut. Meine sind jetzt halt ganz schon mittlerweile fies, und daher müssen die mal ausgetauscht werden. Dieses Ei kostet, jetzt muss ich mal eben gucken, wo haben wir das denn? Ah, da, 2,45 Euro. Dann für die neue Kamera eine Speicherkarte mit 16 GB. Die kostet, mein Gott, immer diese Sucherei, 8,95 Euro. Ah ja, da. Ich glaube, das ist jetzt auch das letzte DM-Produkt. Nein, da ist noch eins. Das vorletzte DM-Produkt, was ich so gekauft habe. Das sieht man überhaupt nicht. Und zwar aus der neuen Garnier-Serie Skin Active. Erfrischendes Gesichtswasser mit Aloe-Extrakt, 96%. Mixtur aus Wasser, Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs für normale und Mischhaut. Dieses kostet 3 Euro. 3 Euro. Moment. Garnier habe ich doch gerade. 3,95 Euro. Und da sind, Moment, 200 Milliliter drin. Jetzt kommen wir zu unserem letzten DM-Produkt. Das ist eine Pinzette. Die kaufe ich auch zwischendurch mal nach. Und diese Pinzette kostet 1,95 Euro. Dann kommen wir zu den Produkten, die ich im Kick gekauft habe. Das ist eigentlich ganz wenig. Und zwar habe ich einmal Wassereis gekauft, das vom Bussi, die Saft Safari Edition. Das war jetzt im Angebot für 1 Euro. Dann habe ich da gekauft die Quick Milk Strohhalme, einmal Coconut und Schokolade Flavor. Die probiere ich auch. Eigentlich trinke ich das nicht, aber mit Kokosnuss, das möchte ich gerne probieren. Meine Kinder lieben die. Da kostet ein Päckchen 79 Cent. Dann habe ich davon noch die Sorte Vanille, Erdbeere und Schokolade. Dann, weil meine Feuerzeuge grundsätzlich verschwinden, habe ich mir ein kleines neues Feuerzeug geholt. Dieses hat 2,99 Euro gekostet. Ich hoffe, dass es diesmal nicht spurlos verschwindet. Jetzt kommen wir zu den Rossmann-Produkten. Da habe ich einmal die Tasche von Rival Deluxe geholt. Die hat 1 Euro gekostet. Die fand ich heute sehr schön. Kann man auch immer wieder verwenden. Deswegen durfte ich die mit. Dann kommen wir jetzt. Stopp! Ich habe gerade noch ein Produkt vom Kick gefunden, von den Strohhalmen. Die Sorte. Forest Fruits Flavor. Die kenne ich auch nicht. Aber jetzt kommen wir wieder zu Rossmann. Jetzt kommen wir wieder zu Rossmann. Und zwar habe ich da jede Menge Pinsel gekauft.
weil die ganz toll fand. Von der einen Serie, die wir vorhin bei DM gesehen haben, der Pinseltasche. Das ist auch Hello Happiness. Ein Contour Sponge. Da ist eine Kokosnuss drauf. Fand ich sehr schön. Der kostet 2,75 €. 25. Dann aus der Serie einen Contouring Brush. Da ist halt eine Flaschenpost drauf. 3,25 €. Dann ein... Ich verliere hier alles. Blush und was? Dropping Brush. Mein Englisch ist halt nicht gut. Da ist eine Ananas drauf. Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich bin eigentlich Brillenträgerin und mein Sohn hat mir die Brille hingehalten, weil ich sie jetzt gar nicht auf habe. Also da ist eine Ananas drauf und der kostet 3,25 €. Dann ein Foundation-Pinsel. Der kostet 3,95 €. Aber der hat auch ein gutes Gewicht. Ein Lippenpinsel. Der kostet 1,45 €. Und das letzte Produkt aus dieser Serie. Einen Lidschattenpinsel in zwei verschiedenen Größen. Einmal in verschiedenen Größen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Einmal breit. Einmal so schmal. Der kostet 2,45 €. Also die Serie, ich finde die total schön. Dann hatten die noch eine andere Serie. Da gab es dann einen Macaron-Schwamm. Den fand ich sehr schön für 2,49 €. Und das ist ein Lidschattenpinsel. Echt? Den fand ich wirklich schön. Den fand ich mit diesem Metallic-Effekt. Das ist ein Metallic-Effekt, ja. Fand ich gerade schön. Der kostet 3,99 €. So.